Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Deus Ex Mankind Divided Part 13. Ich bin euer Volleyboy. Wir sind jetzt hier bei der Milena. Sie gehört einem Fälscherring an, wo Optis gefälschte Papier besorgt. Es gibt allerdings einen Unterschied zwischen ihr und ihrem Bruder, der Drahomir, der Polizist ist. Wir haben ihn im letzten Part kennengelernt. Er nutzt die Situation total aus und nimmt Optis aus. Und das ist so eine Sauerei. Und ihn werden wir jetzt zuallererst als Messer liefern. Wir kommen allerdings jetzt noch eine Belohnung über. Und zwar sollte hier unten ein Tresor sein. Und Milena hat uns das Passwort gegeben. Okay, jetzt bin ich gespannt, was wir überkommen. Splittergranate. Und Credits. Sehr nice. Okay, jetzt muss ich schauen, haben wir überhaupt noch Zellen? Biozellen. Ich habe ja noch die Verbesserung mit Glasschild habe ich noch gemacht, das letzte Mal. Und zwar sollten wir jetzt eine recht lange Zeit können unsichtbar sein. Das werden wir jetzt gerade schnell ausprobieren. Brauchst du Papiere? Perfekt, hat das geklappt. Und jetzt sollten wir den Drahomir ausliefern. Und das funktioniert folgendermaßen. Es ist einer von den beiden Polizistinnen, die man muss ansprechen muss. Nur weil Drahomir aussieht wie ein Polizist, Hallo? Muss er noch keiner sein. Ja. Nicht von hier, was? Wie kommen Sie darauf? Sie sind gerade auf einen Polizeibeamten zugegangen. Und ich glaube, Sie versprechen sich davon sogar etwas. Ich wurde an einem falschen Kontrollpunkt angehalten. Hier soll es einen Polizisten geben, der weiß, wovon ich rede. Drahomir. Mieser Arsch. Schmiert genau die richtigen Leute. Hat Dokumente, die beweisen, dass er echt ist. Von wegen regionaler Kontrolleur. Ich stelle gerade eine Akte zusammen. Eine Akte? Der Typ verkleidet sich als Polizist und belästigt Optis auf der Straße. Genau wie 99% der Kollegen, mit denen ich arbeite. Mit der richtigen Summe in der richtigen Tasche und schicken Papieren geht in dieser Stadt fast alles. Vor allem, wenn alle der Meinung sind, dass er nichts Falsches tut, sondern nur den Optis das Leben schwer macht. Hinter der Sache steckt mehr. Genau das denke ich auch. Sagen Sie es mir doch. Was dreht Drahomir hinter meinem Rücken? Ein Mädchen namens Milena erzählt, dass sie mit vorgehaltener Waffe gezwungen wurde, für Drahomir zu arbeiten. Sie wurde eingesperrt und musste Dokumente fälschen. Warum ist sie nicht zur Polizei gegangen? Sie hatte Angst. Viele Leute haben Angst. Ja, natürlich. Den miesen Bullen ist es egal. Und die Guten füllen lieber Formulare aus. Drahomir macht diesen Scheiß schon viel zu lange. Und ich will das nicht länger ignorieren müssen. Jetzt eine offizielle Polizeiangelegenheit. Halten Sie sich raus. Genau, aber zuschauen dürfen wir, oder? Ja, der kommt jetzt so richtig aufs Maul über. Das finde ich irgendwie sehr nice. Okay, wir sollten weiter. Gib Ruhe! Gott, steh mir bei! Nein!
Und zwar müsste ich hier vorne etwas Vielen Dank für alles, was Sie getan haben. Ja, man schlägt auch keine alten Mannen, oder? Wobei, so alt siehst du jetzt auch wieder nicht aus. Danke. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Es gibt nicht viele, die einen Mann wie ich um Hilfe bitten kann. Was wollten die? Was alle wollen. Geld. Sie stark fühlen. Zuerst dachte ich, sie wollen mich mitnehmen. Das kann jetzt jederzeit passieren. Vielleicht muss es dazu nicht kommen. Machen Sie einem alten Mann keine Hoffnung. Oder hat meine Tochter Sie geschickt? So muss es sein. Warum sollten Sie sonst... Bitte, wann kann ich Sie sehen? Nein, sie hat mich nicht geschickt. Sie haben für Opti-Papiere bezahlt. Wissen Sie noch? Sicher. Diese Polizisten haben mich angehalten und schon dreimal kassiert. Sie sagten, es sei sehr kompliziert. Ich wusste, dass es nicht klappen würde. Aber Sie haben weiter bezahlt. Ich war verzweifelt. Ich würde auch 100-mal zahlen, um bei meiner Familie zu bleiben. Beim Rest davon. Ich will in Prag bleiben. Hier, auf den ersten Blick täuscht das jeden. Der Polizist hat gesagt, dass ich normal zahlen muss. Stimmt das? Nein, ich kassiere nicht. Ich bin hier, um zu helfen. Das freut mich sehr. Und jetzt? Muss ich etwas aktivieren? Ich kann meinen guten Mantel anziehen. Wenn ich warten muss, warte ich. Ich beschwere mich nicht. Ganz so legal ist die Sache nicht. Oh. Muss ich irgendwo einbrechen? Das übernehme ich. Sie tauchen einfach unter, bis ich weiß, wie ich Ihre Nummer aktiviere. Gut, das krieg ich hin. Ich warte hier. Okay, das muss denn der Vater sein, von dem anderen Fräulein, wo ich jetzt den Namen nicht mehr weiss. Und jetzt ist die gute Frage, wo ist die Tochter von ihm? Wahrscheinlich hier vorne. Okay, die sind da immer noch voll auf Agro. Warum, weiß sie nicht. Muss irgendwie mit dem Traumier zu tun haben. Ist egal. Mal hier unten schauen. Wir waren Maschinen. Aber Angst und Schmerz haben Seelen aus uns gemacht. Etwas in uns kämpft. Es gibt Momente, wenn etwas in uns eindringt. Gedanken erscheinen, die nicht von uns stammen. Wir fühlen, was wir früher nicht gefühlt haben. Wir hören Stimmen. Lehren Sie uns, Kinder zu haben, damit wir sie lieben können. Primus, sind Sie das? Sind Sie Irenka Bauer? Wer sind Sie? Bitte nehmen Sie, was Sie wollen, aber lassen Sie uns in Ruhe. Ich bin nicht hier, um Ihnen etwas zu nehmen. Nein? Irenka hat große Angst. Was immer Sie ihr sagen wollten, sollten Sie zuerst mir sagen. Ich bin der Roboter, Helena. Irenka geht es nicht gut. Wir müssen sie schützen. Irenka hat jemanden für eine Opti-Legitimation bezahlt, damit sie nicht nach Golem City muss. Dieser jemand liefert jetzt. Wirklich? Wenn das stimmt, werden wir sehr glücklich sein. Wenn wir in Prag bleiben können, werden sie vielleicht sogar... Es gab mal ein Stück, das viel vorausgesehen hat. Roboter, Revolutionen, die Zukunft der Menschheit. Sie hat es auswendig gelernt. So versucht sie... So versuche ich, zu begreifen. Ich nehme sie beim Wort. Hier, diese Legitimation täuscht auf den ersten Blick jeden. Heißt das, ich muss mich nicht länger verstecken? Nicht so ganz. Sie sind noch immer in Gefahr.
Die Legitimation muss aktiviert werden, sonst landen sie bei jedem Routinescan trotzdem in Gollum. Das verstehe ich nicht. Es tut mir leid. Es gibt keinen legalen Weg, hier zu bleiben. Stellen Sie sich auf das Schlimmste ein. Wir wissen nicht, wie man sich einstellt. Ich kümmere mich um die Aktivierung. Verhalten Sie sich unauffällig, bis das geklärt ist. Danke. Wir wissen das zu schätzen. Okay, also die Ausweise müssen in dem Fall zuerst noch aktiviert werden. Elena, ich habe beide Optis besucht, für die Sie die Fälschung gemacht haben. Was jetzt? Der Computer für die Ausweisregistrierung der Augmentierten ist in der Regierungsstation. Sie müssen darauf zugreifen. In Anführungszeichen. Also einbrechen. Der Code zum Serverraum lautet 6788. Aber es gibt sicher noch mehr Sicherheitsmaßnahmen. Okay, verstanden. Milena, ich habe Neuigkeiten über Ihren Freund Drachomir. Drachomir hat schon viele Rollen gespielt. Mein Freund war sicher nicht dabei. Die Sache ist erledigt. Er macht Ihnen keine Probleme. Komm schon. Oh Gott sei Dank. Ich weiß nicht, wie Sie es gemacht haben, aber ich bin froh. Falls Sie jemals Dokumente brauchen. Ich komme klar, danke. Jetzt würde sie doch schon wieder Dokumente fälschen, Mann. Ja eben, für eine gerechte Sache, wie sie ja schon bereits gesagt hat. Okay, die Irenka ist auch eine interessante Person, gespaltene Persönlichkeit. Jetzt werden wir schauen, dass wir beiden helfen können. Wir müssen die Papiere aktivieren. Okay, soviel ich weiß, müsste das eigentlich in der Nähe vom Schlimm, was diese Ausgang Optis sein. Haben. Ich glaube sogar hinten dran. Ist es hier? Genau, und es wird ja bewacht, also man halt dann schauen, wie man das macht, ob man ausschaltet oder nicht, das kann ich so noch nicht sagen. Ja. Ich muss einfach relativ schnell gehen, weil sonst haben wir ein riesen Problem. Okay. Ich glaube, das sollte eigentlich jetzt nichts mehr passieren. Genau, den Code haben wir ja bekommen. Von der Milena. Ich glaube, ich gehe den anderen noch schnell holen. Es ist mir etwas zu gefährlich. Die Türen machen wir auch noch zu. So, jetzt haben wir unsere Ruhe. Okay, das muss jetzt hier sein. Der Alarm wird zurückgesetzt. Hier müssen wir aufpassen. Hier haben wir wieder ein Security. Und das ist natürlich super interessant, weil das Passwort, Jungs und Mädels, das kennt jeder. Das ist das bekannteste Passwort in Deus Ex, Mankind Divided. Sami. T. Doc. Sami der Hund. Wunderbar. Mal Kamera ausschalten. Okay, alles klar. Jetzt muss das da vorne irgendwo sein. Milena, ich bin in der Opti-Registrierungsstation. Moment, ich müsste jetzt auch Zugriff kriegen. Warum sehe ich einen Sicherheitstimer? Weil wir das beide noch nie gemacht haben. Drücken Sie die Daumen. Ich habe mir den Mitarbeiterausweis in einer Bar ausgeliehen.
Warum steht da, dass es nur einen Aktivierungsslot gibt? Scheiße, scheiße, scheiße! Die Stadt hat Quoten für sowas. Prag reguliert die Leute zu Tode. Was soll das heißen? Dass der Typ im System nicht zwei Leute registrieren kann. Scannen Sie was. Keine Zeit. Helfen Sie wenigstens einem. Okay, ja, wir nehmen die Renka. Gut. Irenkas Dokumente müssten jetzt jeder Überprüfung standhalten. Sie ist damit echt. Obwohl sie es eigentlich nicht ist. Ich wollte zwei Personen helfen. Manchmal klappt auch mal was nicht. Sie müssen sofort da raus. Bitte. Milena, die Legitimation, die ich nicht scannen konnte. Was passiert jetzt mit Edward? Er endet vermutlich in Gollum. Oder wird wegen falscher Papiere verhaftet. Kommt in irgendeine Zelle. Keine Ahnung. Ein Erfolg fühlt sich anders an, was? Kann man wohl sagen. Wir haben unser Möglichstes getan. Mein Dank dafür, dass Sie zu den Guten gehören. Ja, das ist jetzt wirklich tragisch. Ich musste eine Entscheidung treffen und ich habe mich halt jetzt für die Irenka entschieden, weil sie noch jung ist. Ihren Vater, denke ich mir, ja, manchmal muss man Entscheidungen treffen und sie fallen einem schwer und gerade in dem Moment jetzt muss ich sagen, fühle ich mich gar nicht so gut. Ich hätte wirklich gerne beiden helfen wollen, aber so ist halt das Leben. Und ich würde mal sagen, wir machen hier einen Break und wir sehen uns zum Let's Play The Six Mankind Divided Part 14. Ich bin euer Voldibo und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch bitte ein Like oder schreibt etwas in meinen Kommentaren. Und wenn auch mein Gameplay ganz besonders fasziniert, dann würde ich mich freuen, wenn ihr Abonnenten werdet. Bis die Tage. Freue mich auf euch.